Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV und ja, schon wieder zu Hause verloren. Auch das letzte Heimspiel leider ja nicht erfolgreich am Ende für unsere Schwarzen. Ein 1:2 am Ende gegen Red Bull Salzburg. Also der Meister hat sich leider auch diesmal keine Blöße gegeben und ja, hat eben dann vielleicht ein bisschen glücklich, zumindest jetzt nicht so ganz verdient die Niederlage, wie ich finde, auf jeden Fall durchgesetzt. Und ja, für unsere Blackies ist es natürlich jetzt im Kampf um Europa schon langsam, aber sicher leise. Also der WRC hat verloren, wir eben unseren Pflichtsieg nicht eingefahren. Das heißt, Platz 3 ist ja so gut, ist glaube ich jetzt schon ganz weg, bin ich mir gar nicht sicher. Müssen wir auf die Tabelle gucken, auf jeden Fall. Ja, sind unsere Jungs zum 5. Mal daheim mit einer Niederlage vom Feld gegangen und man hat wirklich auch ein bisschen Pech gehabt, so wie es eigentlich die ganze Saison zu Hause, gerade jetzt in der Meistergruppe so ist. Am Anfang das Ganze hin und her eigentlich. Markus Pink hat, glaube ich, die erste Möglichkeit bei uns gehabt mit einem Kopfball, der aber leider nicht den Weg ins Tor gefunden hat. Dann das 1:0 für die Salzburger, auch so ein bisschen aus dem Nichts, wo beide Mannschaften eher so, ja, eigentlich ganz ausgeglichen sich das Feld überlassen haben. Auf jeden Fall dribbelt sich Preveljak durch. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Marisic oder Spendlhofer das Duell geführt haben. Auf jeden Fall der Salzburger, der sich da einfach eben, wie gesagt, durchdribbelt, das sehr, sehr schön macht, scheitert dann an 7 Handel. Es hätte, glaube ich, auch Elfmeter gegeben. Der Schiri hat dann den Vorteil, aber erkannt quasi. Und Daka von den Bohlen haut den Ball ins leere Tor. Auch nicht das erste Mal, dass wir sowas zu Gesicht bekommen. Und das war eben die frühe Führung für die Dosen. Danach aber Sturm durchaus bemüht auf den Ausgleich. Kitaishvili mit einer schönen Aktion, findet leider dann auch nicht den Weg ins Tor, aber wenig später ist es dann doch Ota Kitaishvili. Ich habe die Entstehungsgeschichte leider nicht mehr ganz im Kopf, auf jeden Fall kommt der hohe Ball in den 16er, ich glaube Stankovic oder war es Walke im Salzburg-Tor, auf jeden Fall fährt der so ein bisschen daneben und Kitaishvili steht dann am zweiten Pfosten und macht eben das 1:1, den Ausgleichstreffer, auch verdient zu diesem Zeitpunkt. In weiterer Summe geht das Spiel weiter so ein bisschen hin und her, auch in der zweiten Halbzeit. Unsere Blackies zwar immer bemüht, aber man kennt es halt einfach aus der Saison. Man vergibt vorne, was man vergeben kann. Die Dosen natürlich ihrerseits immer wieder gefährlich, fahren auch in der Schlussphase einen Konter, den Preveljak dann abschließt und eben das 2:1 erzielt für die Dosen schon in der Schlussphase. Danach probiert Sturm nochmal alles, man hat aber im Abschluss Pech. Pink verpasst eine Grozurecker-Reingabe um Haaresbreite und wenig später trifft Dominguez aus Spitzenwinkel nur das Aluminium. Also Sturm wieder bemüht, wieder ohne Glück und wieder ohne Punkt zu Hause, geschweige denn ohne einen Heimsieg. Ja, macht natürlich jetzt nicht viel Mut, aber man hatte noch eine Partie vor der Brust. Es geht zumindest mal um Platz 4 noch, auswärts beim WRC am letzten Spieltag. Und ja, ich würde sagen, es ist, glaube ich, jetzt auch mal gut, dass die Saison zu Hause mal zu Ende ist. Denn ja, es hat schon wehgetan und so langsam, ja, schon bald mal keinen Spaß mehr gemacht. Die Stimmung allerdings, die war richtig geil, genauso wie die neuen Dressen ganz nebenbei, wie ich finde. Also gerade die Schwarzen gefallen mir richtig gut mit diesem ausgebleichten Buntigammer. Also mal an der Stelle sei das auch erwähnt. Und natürlich, ja, die Stimmung richtig geil, eben Fahnen schwenken, alles gepasst. Von dem her, ja, man kann den Fans nichts vorwerfen, die Mannschaft, die bemüht sich regelmäßig, aber anscheinend fehlt es halt wirklich irgendwo an dem Quäntchen Qualität. Von dem her war es dann auch schon wieder von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zur heutigen Partie sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LanceTV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.